Die Hitzewelle aus dem Südwesten Europas hat auch Deutschland erfasst. Im Südwesten des Landes verzeichnete der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag Temperaturen von mehr als 36 Grad Celsius. Eine Tagesbilanz mit den höchsten Werten wird für den Abend erwartet. Wegen anhaltender Trockenheit herrscht in vielen Teilen des Landes Waldbrandgefahr. Training auf dem Altrhein. Die Kanu-Rennsportler aus dem hessischen Lampertheim fühlen sich trotz extremer Temperaturen pudelwohl. Ihnen macht die Hitze hier auf dem Wasser wenig aus. Bis zu, sagen wir mal, 33 Grad sind die Temperaturen hier auf dem Wasser durchaus gut auszuhalten. Man hat hier ein milderes Klima als auf einer Aschenbahn für Läufer oder auf Asphalt wie Rennradsportler. Da ist das Wasser schon deutlich angenehmer. Seit den frühen Morgenstunden füllen sich die Freibäder fast überall in Deutschland. Abkühlen und entspannen. Derweil sind Feuerwehren, THW und Bundeswehr in Brandenburg im Einsatz. Südlich von Potsdam konnte bis zum Mittag ein Feuer gelöscht werden. Da das Gebiet mit Munition belastet ist, musste ein Hubschrauber die Löscharbeiten unterstützen. Die Waldbrandgefahr ist derzeit extrem hoch. Das wird sich kurzfristig entspannen können mit den Gewittern. Aber mittelfristig ist dann relativ schnell auch wieder die Waldbrandgefahr hoch, weil die Böden dann eben potenziell sehr trocken sind und mit der nächsten Hitze relativ schnell auch die Waldbrandgefahr wieder hochschnellt. Von der Hitze bleibt der Norden verschont. Bei Temperaturen knapp über 20 Grad tummeln sich Menschenmassen an der Kiellinie. Am Abend beginnt hier die Kieler Woche. Und wir schalten zu Claudia Kleinert ins ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt am Main. Claudia, wo war es heute am wärmsten? Es war vor allem über der Mitte und dem Süden heiß und die höchsten Temperaturen gab es entlang von Saar, Nahe und vor allen Dingen auch von Main und Rhein. Und das sind die bisherigen Temperaturen, die höchsten von heute Nachmittag. Noch nicht alle Höchsttemperaturen stehen schon fest. Waghäusel-Kirlach in Baden-Württemberg 37,1 Grad, Bad Kreuznach 37,1 Grad, Möhrendorf, Kleinseebach 36,8 Grad, in Bayern und Kitzingen in Baden-Württemberg 36,5 Grad. Große Hitze zum Teil wurden sogar, zwar noch nicht bestätigt, aber zumindest was die Temperaturen angeht, schon absehbar neue Rekorde für das zweite Drittel des Juni aufgestellt. Woran liegt es denn, dass es derzeit so heiß ist? Das liegt einfach daran, dass es westlich und südwestlich von uns schon diese große Hitze gibt. Zum Teil ja auch neue Rekorde in Frankreich und auch in Spanien, wo es seit Tagen sehr, sehr heiß ist. In Frankreich wurde vorgestern das erste Mal so früh im Jahr 40 Grad oder die 40-Grad-Marke erreicht und überschritten. Heute beispielsweise Biarritz 43 Grad. In Spanien zum Teil 41, 42 Grad. Das nicht nur heute oder gestern, sondern schon seit ein paar Tagen. Und diese sehr heiße Luft, die kommt eben aus Afrika, wird dann weiter nach Nordwesten gelenkt mit und vor einem Tiefdruckgebiet hier. Das bringt eben diese große Hitze bis zu uns, wo sie sich ausbreitet. Dagegen hält allerdings die etwas weniger heiße Luft im Norden, haben wir eben auch schon gesagt, dort heute recht entspannt und angenehme Temperaturen im sommerlichen Bereich. Kommt das denn jetzt häufiger vor, dass so eine Hitze zu uns kommt? Das kann man nicht genau sagen. Aufgrund des Klimawandels ist es wahrscheinlich, dass wir deutlich früher große Hitze erleben, dass es mehr heiße Tage gibt, also insgesamt Tage mit 30 Grad oder auch mehr. Und dass diese Tage eben auch häufiger ganz verteilt über Deutschland auftreten werden. Es ist schon extrem, denn so eine große Hitze, die hatten wir wirklich selten. Und wie gesagt, es werden auch zum Teil ja neue Rekorde aufgestellt. Ja, theoretisch muss man damit rechnen, dass das passieren wird. Eine Frage noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Nach der Wärme kann es gewittern. Wo drohen jetzt Blitz und Donner? In der Nacht und vor allen Dingen auch morgen einzelne Schauer und Gewitter, vor allem nach Norden hin. Morgen dann im Norden ein paar Schauer, über der Mitte örtlich sogar kräftige Gewitter. Im Süden bleibt es lange Zeit sonnig. Da passiert erstmal noch nichts. Claudia Kleinert, vielen Dank. Das Wetter bringt auch eine hohe Waldbrandgefahr mit sich. In Brandenburg etwa brennt es. Und Tim Jäger ist in Treuenbrietzen südlich von Berlin. Herr Jäger, wie ist die Lage bei Ihnen? Nachdem sie sich hier zeitweilig mal beruhigt hatte, gestern ist dieser Brand ausgebrochen. Heute hieß es zeitweilig unter Kontrolle. Aber da ist sie wieder, die Rauchwolke. Mal stärker, mal weniger stark zu sehen. Zwischenzeitlich war sie verschwunden. Es heißt jetzt aktuell, die Nachricht habe ich vor wenigen Minuten bekommen, dass der Brand wieder außer Kontrolle geraten ist. Dass also neue Waldflächen von den Flammen mittlerweile gefressen werden. Dass es wieder offenes Feuer gibt. Und mittlerweile, sagte mir eben der Bürgermeister hier von Treuenbrietzen, wird auch die Evakuierung eines ersten Ortsteils
ebenfalls vorbereitet. Bislang hieß es immer, Siedlungen sind nicht gefährdet. Das scheint nun offenbar bei einer ersten Siedlung schon der Fall zu sein. Allerdings ein kleinerer Ortsteil, etwa 15 Leute. Wo brennt es noch in Brandenburg? Es gibt drei weitere Brände. Da war zeitweilig von Großbränden die Rede. Da habe ich mich noch mal schlau gemacht. Das sind kleinere Brände, mehrere Hektar. Also nicht zu vergleichen mit diesem. Das ist schon ein Großbrand, wo es sich zwischen 40 und 60 Hektar bewegt mit zunehmender Tendenz. Das ist schon ein größeres Feuer. Und mittlerweile hier ist auch ein zweiter Hubschrauber angefordert worden für dieses Feuer bei Treuenbrietzen. Da war bislang ein kleinerer Löschhubschrauber unterwegs. Jetzt ist die Bundeswehr mit einem Hubschrauber angefordert, der mehrere tausend Liter Löschwasser fasst. Was sind denn die Herausforderungen bei den Löscharbeiten? Naja, wir haben hier große ehemalige Truppenübungsplätze, noch aus Vorkriegszeiten, aber auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Das waren auch Kämpfe, die hier stattgefunden haben am Ende des Zweiten Weltkrieges. Sprich, große Munitionsbelastung der Waldböden. Das erschwert die Löscharbeiten. Die Feuerwehren müssen teilweise auf den Wegen bleiben. Deswegen sind auch die Löschhubschrauber herzlich willkommen. Und diese Munition, die entzündet sich bei großer Hitze eben auch ab und zu mal von selbst, was dafür sorgt, dass es hier eben auch häufiger brennt. Parallel zur klimatischen Entwicklung, wie wir es gerade von Claudia Kleinert gehört haben, die Wälder sind eben knochentrocken hier, sind sehr anfällig. Das Totholz, was hier unten auf den Böden liegt, das verrottet durch diese klimatischen Bedingungen, die sich hier verändern, eben auch immer schwerer, sodass dort auch viel Feuerholz für Feuer noch rumliegt. Zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort noch diese Frage: Welches Verhalten ist im Wald denn derzeit ratsam? Größte Vorsicht. Natürlich im Augenblick gar nicht betreten. Hier in Brandenburg herrscht überall die Waldbrandwarnstufe 5, die allerhöchste Warnstufe. Und es droht Astbruch. Also das spricht auch noch dagegen, hier spazieren zu gehen. Die Bäume sind geschwächt, sie werfen Äste ab. Und das teilweise auch ohne Vorwarnung. Es braucht dafür nicht mal starken Wind. Also Vorsicht im Wald, nicht nur vor Feuer, sondern eben auch vor herabfallenden Ästen. Tim Jäger in Treuenbrietzen, vielen Dank für die Information.